Herzlich willkommen bei den Insider News. Heute möchte ich euch zwei Modelle von Suunto vorstellen, und zwar den Compass M9 und den guten Compass Clipper. Was noch mit dabei ist, ist eine schöne Anleitung, wo allgemein beschrieben ist, wie man mit Kappe und Kompass umgeht. Und das ist er, der gute Suunto M9. Ein richtig cooles Teil. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier in der Mitte die Aufhängung, die Nadel. Ist Saphir gelagert. Und wenn ihr peilen möchtet über die Gradeinteilung, dann könnt ihr das hier ablesen. Das dreht sich jetzt nur nicht, weil ich den nicht genau grad halte. Also das ist wichtig, dass ihr den Kompass immer gerade haltet. So, was wir hier noch haben, ist ein Drehring. Ja, bei den normalen NATO-Armbändern, jetzt zum Beispiel die dicken von Tracer und so weiter, da passt er nicht durch. Also da ist er jetzt ein bisschen zu breit dafür, aber im Lieferumfang ist so ein eigener Klett-Strap, also so ein Bändchen mit Klett, und da könnt ihr dann einen Armbandkompass draus machen. Ich zeige es euch mal im Vergleich, also viel ist da nicht um. Das ist vielleicht ein Millimeter, aber ich probiere es jetzt nochmal zum Testen. Jetzt schaue ich mal, wie es bei dem ist. Es ist zu breit. Schaut, es ist zu breit. Also jetzt bei den Luminox Standard Armbändern, da geht es leider nicht durch. Obwohl der Unterschied nicht groß ist. Ich habe jetzt hier eine alte Tracer von mir dabei. Und da ist das Armband schon ziemlich fertig, aber dadurch, dass das ausgeleiert ist, geht der Suunto M9 da schön drauf und ja, sitzt auch ganz stramm, obwohl ich es jetzt nur mit einer Seite befestigt habe. Also das passt soweit. Und das könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr das besser findet an dem mitgelieferten Armband oder ob ihr das an eure bisherigen Armbänder hinmachen wollt. Ich schau mal, ob das noch passt. Ja. Ist es in Ordnung? Es klappt. Es funktioniert noch. Also könnt ihr an eure NATO-Armbänder auch hinmachen. Es sollte nicht so neu sein, das Armband, und nicht zu dick. Und natürlich auch nicht zu breit, aber wenn das ausgeleiert ist, seht ihr, dann passt es auch drüber und es rutscht jetzt auch nicht leicht. Also das passt, aber bei neuen Armbändern wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp sein. Müsst ihr dann ausprobieren. Ich schaue, dass er jetzt blockiert. Dann drehe ich ihn und dann schaue ich, wie schnell er sich einnottet. Ja, also der ist richtig schön gelagert. Ist eine feine Sache, man sieht auch keine Luftbläschen. Sehr schön.